Hallo miteinander, willkommen zu einer Route, die ich euch heute zeige. Und zwar sollte die, ihr hört schon die Betonung auf sollte, gemäss Internetrecherche auf Schweiz Mobil, gibt es eine Route 73, die von Olten nach Wollhausen geht. Fast Wollhausen, ist neben dran, es gehört einfach zu Wollhausen. Gemäss Homepage vom Internet sollte hier das 73 starten. Leider startet hier kein 73, wie ihr gesehen habt. Ich muss hier eine andere Route fahren, irgendwie ist das noch nicht aktuell. Demzufolge muss ich hier mal um 5 und um 8 nachfahren. Ich muss einfach in Richtung Arburg kommen und dort nach Rotrist. Und dort fällt nachher gemäss dieser Tafel hier das 73 an. Ja, nur. Also, fahren wir jetzt um 5 oder um 8 nach Richtung Arburg, Rotrist und hoffen, dass es passt. Jetzt bin ich dann geschmiert. Das heisst, zuallererst geht es hier los über die Brücke. Hier. Kurze Zwischeninfo, die eine andere Route gefahren sind, Richtung Olten. He? Und hier wollen sie sich zuerst erholen und erfrischen. Die finden, wenn sie hier durchgefahren sind, wenn sie die Route 5 und 8 nachgehen, kommen sie hier direkt zum Bad von Olten. He? Da kann man noch baden gehen. Das ist direkt an der Arena, wo man im Bad innen Schwimmbädchen hat und von dort aus auch direkt in die Aare können, wenn man möchte. Aber wir gehen jetzt weiter und vermutlich irgendwie hier vorne vielleicht rüber. Mal schauen. Zwischeninfo, die Aare-Route, also ja, eigentlich das 73 und das 8 und das 5, die wir jetzt hier fahren, he, ist mehrheitlich bis jetzt eher flache mit leichten Steigungen. Also ihr seht das, es geht nicht wirklich steil rauf und ihr seht auch, ab und zu kann man einen Blick auf die Aare erhaschen und wenn wir hier sind und dann das Schloss hier, wenn ihr das Schloss seht und die Kirche hier, dann befindet ihr euch noch nicht dort, wo ich meine, aber auf dieser Seite dort ist Arburg. Das heisst, hier, wo wir annehmen. Mal schauen, wo die Tafeln weitergehen. Von Arburg geht es nach vorne. Nebendran ist gerade Rotrist, wo wir auch annehmen. Und dort wird vermutlich dann eben das 73 sein. Zum Glück kenne ich mich hier ja auch aus. Dann weiss ich, wo ich im Notfall durch muss, falls nichts angeschrieben ist. Und kann es euch so auch sagen. Aber wenn wir hier sind und noch etwas anschauen wollen, weil nur diese Route fahren und vorher nicht zuerst auf Olten sind, empfehle ich euch, hier vorne ist eine Brücke.
fahren über die Brücke drüber. Wenn ihr irgendwie da kommt, vielleicht müssen wir sogar dort dran vorbei, he? Sehen wir dann. Und dann kann man dort schnell rauf bis zum Schloss, bis zu dem Kirchplatz bzw. auf das Schloss rauf können wir dann nicht. Am Schloss innen, hat man keinen Zutritt. Ihr müsst euch nachlesen, was es ist. Ihr werdet euch wundern, was drinnen ist oder einfach nicht. Und den Kirchplatz könnt ihr ran und von dort oben habt ihr eine schöne Aussicht. Ihr könnt ziemlich weit Steigen hochlaufen, ja, wie es weit oben ist. Aber es lohnt sich. Und ich, fertig gelabert, weiter in die Richtung. He? Ihr habt es gerade gesehen. Wenn wir dafür kommen, an die Hauptstrasse, ist interessanterweise eine 73er Tafel vorhanden. Die hat man scheinbar mal nachgerüstet. Und das bedeutet, Fall, weil das hier rüber geht, links, wenn ihr steht. Wir gehen vorne über die Brücke von der Aare, wenn ihr sie vorher gesehen habt. Zeige ich euch da vorne noch etwas. Sind wir uns weg, ist euch etwas zeigen von der Tour. Dass ihr lustig sind, auch zu fahren. Detail. Dort oben auf den Tafeln. Schaut ganz gut. Langenthal Rotrist ist mehr grad, also mehr hier offen. Und das 73 Zoffige ist schräg. Das bedeutet, wir müssen dort hinten rein. Ich habe mich jetzt hier auf den Säckel gelassen und ein Stück weit falsch gefahren und habe dann nicht mehr die Nummer gesehen. Das kann ich jetzt alles rausschneiden. Das braucht ihr nicht sehen, was ich dort noch gesagt habe. Ganz wichtiges Detail hier oben, dass ihr hier nicht den Berg rauf geht, dann kommt ihr auf Rotrist, ihr müsst dort hinten rein in die 30er-Zone. Machen wir das jetzt.
Da haben wir wieder so eine leicht irreführende Tafel. Ihr habt gesehen, der zeigt hier zuerst geradeaus und dann rechts und wieder geradeaus. Dann müssen wir ab hier geradeaus fahren. Und dann vorne rechts gehen und wieder geradeaus. Hört die Strasse auf. Wir enden im Kies rein, wo sie da Kies oder die Aare gehen. Nein, die Aare ist das Wähne vermutlich. Der Zwicker, ich weiss es nicht. Wir müssen hier an der Strasse an. Dort rüber her. Dort vorne wieder. Links hinten. Das ist irreführend, oder? Da denkt man, man muss geradeaus, wenn sie geradeaus zeigt. Und dann etwas anderes. Wenn ihr hier steht, seht ihr dort vorne, müsst ihr euch achten. Dort vorne ist ein Landi. Je nachdem, zu welcher Zeit ihr hier seid, wenn ihr Tankstellen habt, könnt ihr etwas holen. Das mache ich nämlich jetzt auch gerade. Schön Kiel drin. He? Grosse Auswahl. Auf eine schöne Sache. Nicht kalt. Kalt. Ich finde, es ist ein ganzes Laden, wenn er offen ist, wenn er offen ist. Gut, weiter geht's. Ja, da musste ich schnell anhalten. Schnell, eh? Im letzten Moment sieht man hier noch so eine Tafel. Ist ja wieder so komisch. Geradeaus, links, geradeaus. Muss vermutlich da vorne, wo man die Tafel sieht, wo jetzt gerade. Dort muss man ja über das Brückli und auf der Gegenseite von der Brücke weiterfahren. Eh?